Hallo, 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 war nächste Pokémon Smaragd. Wir stehen vor der Arena-Leiterin. Und zwar den Flugorden werden wir uns jetzt schnappen. Junge Dame, ich bin Wipke, die Leiterin der Arena von Baumhausen City. Ich wurde das mit Hilfe meiner Vogel-Pokémon und habe den Himmel berührt. Wie anstrengend der Kampf auch war, wir haben mit Grazie gewonnen. Werde Zeuge der eleganten. Was? Choreografie? Gottes Willen. Auseinandergeschrieben. Sehr schwer vorzulesen allgemein. Ich lese Schwäche meiner Vogel-Pokémon. Oh Gottes Willen. Nein. Nein. Vogel-Pokémon. Die sieht doch sehr angenehm aus. Die würde ich auf jeden Fall abends bei mir reinlassen. So. Stufe 29. Alles klärchen. Das ist akzeptabel. Wir fangen an mit einer Glut. Setz Glut ein. Okay. Spiegeltrick ein. Setz Glut ein. Okay, das ist natürlich. Ich weiß nicht, ob das so gut war, aber ist in Ordnung. Jetzt gibt's einen Doppelkick für dich in die Fresse. Sehr geil. Bisschen Crit. Ach nö, zweimal getroffen ist aber okay. So, setz Aero-Ast ein. Das ist gar nicht geil. Das ist nämlich sehr effektiv gegen mich. Schnell einen Ruckzuck-Keep, damit dieser wunderbare Boy schon mal weg ist. Nein, du dreckige Schlampe. Ich hasse dich. Jetzt will ich dich nicht reinlassen. Doch, aber dann werde ich dich hart dran nehmen. So, okay. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Doppelkick. Ey, warum ist das denn? Ich check's immer nicht. Seit wann ist denn noch nie gegen Flugattacken Feuer effektiv? Ich dachte immer schon. Team vom Gegner wird was? Keine Ahnung. Ruckzucki, bitte. Tschüss, auf Wiedersehen, bis bald. Yay. Aber jetzt ein bisschen sehr gut. Also das erste Pokémon war schon mal nichts. 29 akzeptabel. Nein, dagegen sollte mein Pokémon effektiv sein, wegen Feuer und so weiter. Auf jeden Fall muss Nice dieses Pokémon noch wegbekommen. Glut bitte. Verwende ich irgend so einen Scheiß, womit du mich one-hittest. Bitte. Bitte. Fuck. Leute, das ist richtig knapp. Wir gehen auf Risiko. Wir gehen immer auf Risiko. Wir setzen jetzt Glut ein und wenn das nicht crittet oder nicht einen harten Hit macht, sind wir down. Scheißegal. Komm. Scheiß drauf. Das ist sehr geil. Sehr, sehr geil. Nice. Das gefällt mir. Sehr schön. Nice, wieder ein bisschen was. Sehr gut, Noxy. Bitteschön. Als nächstes wir wechseln auf jeden Fall. Und wechseln hier mal auf Gorgi. Weil Nice müssen wir noch ein bisschen behalten. Den können wir zur Not mit einem Hypertrank dann wieder am Leben halten. So, Gorgi kommt. Denn Gorgi hat das WLAN-Zeichen auf dem Kopf. So, okay. Wie der Rest mit einem Stampfer. Sonnentag. Das Sonnenlicht viel stärker. Alles klar. Bitte mach jetzt nicht so eine Attacke, die irgendwie ein One-Hittet. Okay. Greifen Sonnenlicht. Wir könnten jetzt mit Katzi natürlich jetzt einen Eisstrahl machen. Wir werden aber lieber noch einen Stampfer machen. Okay. Macht etwas Damage. Bitte. Ach, verdammt. So, Sonnenlicht-Scheiße hier wieder. Eieieiei. Ich meine, alle böse. Aua, ja, hier nochmal das Licht. Komm, bitte. Oh, fuck. Jetzt geh down. Dankeschön. Dankeschön. So, wurde besiegt. Gorgi Level 35. Glückwunsch, Gorgi. Und Noxy, mal wieder auch ein bisschen was Nettes wird. Eieieiei. Da wechseln wir auf jeden Fall und holen dort mal unser Katzi raus. Weil Katzi sollte auf jeden Fall mit Eisstrahl effektiv dagegen sein. Lass mich doch nicht lügen, aber ich glaube schon, dass dagegen effektiv ist. So. Ja, ich bin ein riesen Pelikan. Die Kinder bringe ich alle genauso. So. Ja, gleich eine Sonnenlicht, leck mich doch am Arsch. Wir fangen mit dem Eisstrahl natürlich an. Ach, Schutzschild. Geh weg damit. Scheiß Schutzschild. Eisstrahl. Jetzt aber los. Frier. Verrecke. Sterbe. Ist nicht sehr effektiv. Das wäre effektiv. Scheinbar nicht. Dann gibt's eine Drachenwut. Dieses scheiß Schutzschild. Ich hasse dieses Pokémon mit Schutzschild. Es schluckt Phil. Sehr gut. Das ist schon mal akzeptabel. So, ein Drachenwut ins Gesicht, in den Schnabel rein. Das war okay. Alter, macht das Damage. Schutzschild. Okay. Aber ich glaube, du kannst nicht so viele Schutzschilde spammen. Ich werde die gleich töten. Das läuft gut gerade, Leute. Es läuft richtig gut.
Ich muss sagen, besser als gedacht. Ich dachte nicht, dass wir jetzt so durchkommen da. Ich dachte eigentlich, dass wir jetzt so verrecken werden. Egal, okay. Katze besiegt, beziehungsweise was bekommen. Noxy Level 35, Glückwunsch, Noxy. Jeher, du levelst ja wie so ein Geisteskranker. Nein. Letzte Pokémon schon noch, oder erst, meine ich. Oh, was ist das denn für ein Ding? Das sieht aber cool aus. Eisstrahl. Das sieht richtig cool aus. In so einer Wolke drin. Das ist die Weiterentwicklung von diesen anderen Viech und das ist natürlich sehr effektiv. Geil, geil, geil. Oh, Drachentanz. Was macht ein Drachentanz? Okay, der Angriff steigt. Intelligenz steigt. Aero-Ass. Okay. Aber Eisstrahl macht mehr Damage. Sehr effektiv. Es ist sehr effektiv. Ich wusste es, dass es sehr effektiv ist. Aber trotzdem sollten wir gewinnen. Außer es kann irgendeine Attacke, die effektiv gegen Drache ist. Aber Drache gegen Drache sollte keine effektive Drachenattacke haben. Hoffe ich doch mal. Oh yeah. Du kommst hart in die Fresse. Ich glaube, der nächste Eisstrahl wird dein Ende sein. Der nächste Eisstrahl wird dein Ende sein. Und wir haben dann diesen Arena oder die Arenaleiterin besiegt, ohne ein Pokémon zu verlieren. Also wenn das kein Daumen nach oben wert ist, weiß ich auch nicht. Der Lars lernt etwas dazu, aber nur etwas. Yeah. Ich habe noch nie einen Trainer gesehen, der seine Pokémon mit mehr Grazie trainiert als ich. In Anbetracht deiner Fertigkeiten überreiche ich dir diesen Arena-Ohren. Lars gewinnt 3300 dreckige Pokédollar und... Lars erhält den Federohren von Wipke. Achso, das war mal die Musik. Mit dem Federorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 70. Auch die, die du durch Tausch bekommen hast. Außerdem kannst du nun die VM Fliegen außerhalb eines Kampfes einsetzen. Und dies ist ein Geschenk von mir. TM 40 erhalten. Lars packt TM 40 in die Tasche. Aeroass. Diese Geschwindigkeit. Kein Pokémon kann dir entgehen. Arena-Leiterin Wipke wurde zu Pokédex hinzugefügt. Sehr gut, auf Wiedersehen, Wipke. Und Dankeschön für diesen wunderbaren Orden. Ich habe selbstverständlich gewonnen. Ihr habt nichts anderes erwartet. Du hast es geschafft. Du hast... was? Du hast Startfreigabe. Achso. Alles klar. Natürlich auf Vogel-Pokémon bezogen. Ist auch logisch. So kommt jetzt unsere komische Tussi wieder hier. Erstmal zur... Piep. Scott. Hallo, ich bin's. Ich wusste, dass du in der Arena vor Baumhaus gewinnen würdest. Deine Stärke. Vielleicht bist du wirklich der Trainer, den ich die ganze Zeit suche. Ich bin dein Fan. Vergiss das nicht. Ich werde dir zujubeln. Mach weiter so. Aufgelegt. Klick. Dankeschön für diese Nachricht. Oh, ich renne immer in die Häuser rein. Einfach mal so reinlaufen. Irgendwelche komischen Häuser wollte ich doch gar nicht. Ich hab da unten ins Pokémon Center. Unsere Pokémon heilen. Das lief ja wie geschmiert, oder? Das war cool. Ja, alles klar, okay. So, ich möchte jetzt gerne mal gucken, ob wir diese VM doch jemanden beibringen, wie zum Beispiel unserem Flug-Pokémon. Aeroass, da. Okay. Ja, ich möchte sie doch gerne Honey beibringen. Ja, wir gucken mal eben. Okay. Aeroass ist eine Flugattacke. Eine extrem schnelle und unausweichbare Attacke. Stärke 60. Ups. War schon da cool? Okay. Stärke 60. Genauigkeit 100. Notsituation. Flug. Flügelschlag hat Stärke 60. Das hat auch Stärke 60. Also bleibt sich das gerade eben gleich. Stahl. Stahlflügel Stärke 70, ist aber halt Stahl. Normaler Ruckzuck-Hieb und die Notsituation. Die Frage natürlich ist, Ruckzuck-Hieb hat nur Stärke zum Beispiel hier, aber wir haben halt eine normale Attacke verloren. Wie wäre es, wenn wir das nicht, sondern wir bringen es, einfach mal einem anderen Pokémon bei. Und zwar vielleicht, aktiv, okay. Wie wäre es denn mit Nice? Vielleicht braucht er diese Attacke.
Ja, ja, wir gucken mal eben, was er noch für Scheißattacken am Start hat. Vielleicht braucht er diese ja. So, wir haben Flugattacke hier. Schnabel macht Stärke nur 35. Es hat Stärke 60. Also tauschen wir einfach mal Schnabel schon mal aus. Dann haben wir eine Flugattacke, die da schon mal sehr geil ist. Das ist Blast schon mal. 1 und 2 und schwupps, Schnabel vergessen. Und dann hast du das gelernt. Sehr gut. Dann wollte ich eben noch was gucken. Und zwar wollte ich gerne noch den Hitzekoller einmal testen. Ob wir diese Attacke vielleicht anstatt Glut nehmen. Für Nice natürlich. Sehr gut, Nice braucht neue VMs. Wir werden ihn einfach komplett neu vollklatschen. So. Doppelkick macht auch nur 30, aber halt dreimal. Also macht 90 quasi. Ne, zweimal 60. So, Hitzekoller macht Stärke 140, Genauigkeit 90 und Glut macht 40. Also tauschen wir einfach. 140 Angriff mit voller Kraft, sinkt deutlicher. Ich mach das einfach, ich tausche einfach mal jetzt aus. Weil Hitzekoller scheint sehr geil zu sein. 1 und 2 und schwupps, wunderbar, getauscht, sehr gut. Weil Glut macht ja gar keinen Damage mehr. Was haben wir noch? Wir haben Raub, Geheimpower, Fassade, Folter, Felsgrab hatten wir noch, Sandsturm, die Schockwelle. Haben wir ihn ein Pokémon, was den Elektroattacken noch lernen kann? Mal ohne Witz. Ja, Gorgi kann Elektroattacken lernen. Ja, Gorgi, dann schauen wir doch mal, ob du eine Elektroattacke lernen solltest oder nicht. Da bin ich ja mal gespannt. Gorgi oder Elektroattacken? So, was macht denn Elektro? Macht 60 Stärke. Das ist halt Elektro. Wie Gorgi da rumtat. Ja, ich bin Gorgi, ich hab's voll drauf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eine Geistattacke, die sehr kacke ist. Wir lernen ihn einfach mal einen, just for fun, oder? Ich meine, vielleicht brauchen wir sie irgendwann mal. Ich lerne ihn jetzt einfach mal. Anstatt erstaunlich. Scheiß auf 30 Damage. Scheiß auf 30 Damage. So, weg damit. So, sehr gut. Schockwelle gelernt. Ich hoffe, du freust dich, Gorgi, für die Schockwelle. Oder über die Schockwelle. So, wir müssen hier noch das Level vergleichen. Und zwar schauen wir eben. Nice, 34, Gorgi, 35, 37, 32, 35. Das ist okay. Wir tauschen auf jeden Fall mal. Wir haben noch Flug. Wir müssen noch jemanden Flug beibringen. Soll unsere VM-Bitch auch noch Flug lernen? VM-Bitch? VM-Bitch? Beute. Fliegen. So. Kann er nicht mehr lernen. Es kann nur Honey. Kann nur. Nur Honey kann das beigebracht werden. So, wir schauen mal, ob Honey überhaupt sowas verdient. Weil wir müssen daran denken, dass wir dann diese Attacke nicht mehr verlieren können. Stärke 70. Ist natürlich eine geile Flugattacke. Aber wir können sie nie wieder verlernen. Ich bin überlegen, ob wir das machen sollen. Ihr könnt ja auch gerne entscheiden. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ich es lernen soll oder nicht. Dann werde ich mich einfach dazu entscheiden. Erstmal mache ich es nicht. Weil sonst, hallo, ich will hier weg. Nein, so, dankeschön. Nein. Nicht lernen, ja, so, verdammte Scheiße. Ich will hier weg. So, dann können wir weitergehen und wir können weiter diese komische Route bestreiten. Sehr schön, haben somit den nächsten Ort, den Federort bekommen. Das macht mich natürlich sehr, sehr stolz. Jetzt steht ja hier wieder der Typ. Das heißt, von gerade, ne, haben wir schon. Und mit dem Federorden können wir jetzt fliegen. Wir können fliegen durch die Welt. Und wir können weiter gegen Arena-Typen kämpfen. War ich hier oben schon? Ich glaube schon. Ich will nochmal testen. Ist das, dass ich da was vergessen habe. Los, VM-Bitch. Ah, hier war ein Item, ne? Irgendwie ein verdecktes Item, wo ich zu blöd war, das Ganze zu finden. Da war ein Kommentar, ich habe ihn leider schon wieder vergessen. Da hat jemand gesagt, wie das Ganze funktioniert. Aber Lars ist einfach nur doof. So, gegen den haben wir schon gekämpft. Da war ein Pokéball. Halt, stopp, da können wir noch hinlaufen. Hier einmal rum, natürlich durch das ganze Gras durch. Und es kommt kein einziges. Wir brauchen unser Fahrrad. Wir brauchen wieder unser Fahrrad. Fahrrad, Fahrrad. Wo ist denn unser Fahrrad? Das Allrad. Ja, ja, ja. Ich hänge fest. Kann man durch Gras nicht fahren mit dem Fahrrad? What? Oh, wie soll ich das jetzt sehen? Oh! Ein Marill, so ein süßes Pokémon. Hätte ich nicht schon Katzi, würde ich mir das jetzt fangen und benutzen. Aber ich benutze eine Aero-Ass. Yay, Aero-Ass macht voll viel Damage. Aquaknarre. Oh oh. Oh oh. Zum Glück. Nochmal Aero-Ass, eine sehr coole Attacke, die sehr schnell ist und sofort trifft. Sehr gut. Mit den neuen Attacken zeigen, was wir können. So, können wir echt nicht durch hohes Gras fahren? Wir können nicht durch Gras fahren. Was ist das bitte für ein Fahrrad? Achso. Laufen. Und runtersprinten können wir auch nicht. Was ist das bitte für ein dreckiges Fahrrad? Wo man nicht durch Gras fahren kann. Ich bitte euch. Ist ja wohl lächerlich. So, ich werde das mal Hitzekohle jetzt mal testen. Da. Oder Hitzekoller, Entschuldigung. Okay, die Attacke sieht böse aus.
einfach alles explodiert und sprengt einfach alles in die Luft. Oh, das war sehr geil. Okay, natürlich umso öfter ich mit Attacke benutze, umso kacke, beziehungsweise umso schlechter werde ich. Umso mehr stinke ich nach Scheiße, wollte ich gerade sagen. So, es regnet wieder, das bedeutet Donnerschlag trifft wie immer. Habe ich ja letztens mitbekommen. Dadurch wurde ich ja hier vernichtet, Entschuldigung. Deswegen gab es bestimmt auch so viele Dislikes. Es tut mir leid. Wir Ninja verbergen uns unter unseren Tarnmänteln. Ich wette, du wusstest nicht, wo ich versteckt wäre. Nein, niemals. Wenn du nicht aufpasst, wirst du verletzt. War das eine Frau oder ein Kerl? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, vielleicht war es B und beides. Oh yeah, die Ninjas kommen. Oh yeah. Los, Katzi. Los. Oh nein, es regnet. Das finde ich natürlich nicht ganz so gut. So, fangen wir da mal an und setzen auf jeden Fall mal ein Hit the Color of This Boy und wir setzen hier einfach mal ein Drachenwut an This Boy. So, mal schauen. Drachenwut auf den Affen, der eine Zwiebel auf dem Kopf hat. Sehr gut. Und Hit the Color sollte natürlich gewonnen hätten. Ich bitte dich. Eine sehr krasse Attacke. Eine sehr krasse Attacke. Oh yeah. Ich liebe die Attacke. Ich hätte die doch mal eher gelernt, oder? Dann hätten wir uns einiges erspart an Niederlagen. 97, Nox 195, sehr gut. Ja, er schickt noch jemanden in den Kampf. Oh, ein Smogon. Smogon. Der Weißnebel. Hm. Es regnet weiter. So, dann machen wir hier auf jeden Fall mal ein Aero-Gedöns und hier setzen wir nochmal eine Drachenwut ein. Dann sollte das auf jeden Fall... Der Scanner, er scannt mich ab, Mann. Schützt ihn durch den Scanner. Und eine Rauchwolke. Eklig. Rauch in mein Gesicht. Auf die Eiche. Es regnet weiter. Dankeschön. So, und hier gibt's mal Drachenwut. So. Drachenwut. Ich bin Katzi. Gorgos, ich hab keine so eine Stimme. Sehr gut. Gorgos namens Katzi hat's geschafft. Nice, Level 35. Glückwunsch, nice. Ich glaube, so langsam müssen wir, so langsam können wir uns dran gewöhnen, dass sich bald nice entwickelt. Genauso wie Gorgi, glaube ich. Level 40 oder so? Ich weiß es nicht. So, wen hat er noch am Start hier? Oh, es regnet weiter und ihr wisst, er hat, es ist ein Elektro-Pokémon. Schnell, schnell, besiegen, töten, schnell, alles was geht. Schnell, er darf keine Attacke ausführen. Er macht zu viel Damage, weil es regnet. Nein, geht daneben. Ey, er hat hier weggewirbelt. Oh, wie cool ist das denn? Da kommt die VM-Bitch, Horrorhuhn, hallo Horrorhuhn. Du darfst endlich auch mal wieder da hier am Start sein. Ich hoffe, du freust dich, darfst einen Zerschneider machen. Aber leider nicht. Horrorhuhn kommt nicht zum Einsatz, beziehungsweise er war draußen und er bekommt sogar Erfahrung. Glückwunsch, Horrorhuhn! Ich hab verloren. Ich wünschte, mein Tarnmantel würde meine Schande tarnen. Aua, ich wurde verletzt. Man hat mir mein Jungfernhäutchen gerissen. Oh, Entschuldigung. Hier haben wir ein Ding. Ein Beleber, sehr schön. Beleber kann man immer gut gebrauchen. Eine weitere Trainerin. Pokémon haben viele spezielle Fähigkeiten. Wenn du ein Klasse-Trainer werden willst, lern etwas darüber. Okay, versuche ich doch. Ich bin doch kein Klasse-Trainer, Entschuldigung. So, wen haben wir jetzt hier? Eine mit grünen Haaren. Was? Was ist das denn? Ein Zombie? Was zur Hölle ist das für ein Ding? Jetzt scannt er es ab und deswegen schützt er sich wieder durch die Attacke. Der schlug Fehler, jetzt kommt die Bombe. Boom! Ein sehr interessantes Pokémon auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall sieht es cool aus. Oh, es kann nur scannen, oder was? Finte. Es regnet weiter. Okay. Willst du mich denn verarschen? Oh Mann. Dieser Regen nervt mich so krass, ne? Er nervt mich so krass. Doppelkick. Ja, Scanner schützt ihn dadurch. Es regnet weiter. Doppelkick. Scanner hat keine Wirkung. Macht eine Finte. Bla, bla, bla. Nervig alles. Mann. Nur so ein Scan-Finden-Pokémon. Oh, und noch dann Heal-Pots einsetzen, ne? Und der Regen. Es regnet. So, Doppelkick. Hat keine Wirkung auf. Okay, ist da keine Wirkung? Hat es vorher auch keine Wirkung gehabt? Ja, okay, es regnet weiter, dankeschön. So, bitte, können wir gar nicht, fuck. Aeroass.
Sehr schön. Finte. Okay. Ich muss hier gerade gehen, weil es zu langweilig ist. Entschuldigung. Boah, das ist ein nerviges Pokémon. Da kann man nur anfangen zu gehen. Ja, es ist down. Sehr gut. Warum hast du keinen Trank benutzt? Benutzt doch bitte ein Belieber noch, damit es nochmal wiederkommt. Mann, Mann, Mann. Ja, Astrainer. Du musst jetzt offensichtlich dein Gehirn ein. Ja, du scheinbar nicht. Mann, Mann, Mann. Alles nur am Scannen hier. Zerschneider. VM-Bitch. Zeig, was du kannst. VM-Bitch. VM-Bitch. Du bist ne... Oh, wir können wieder Sachen klauen. Yay, wir klauen ganz viele Bären, die ich nie benutze. Juhu. Noch mehr Platz im Inventar verschwenden. Nur weil wir Bären haben, die wir eh nicht benutzen. Yay, yay. Da oben ist ein Busch, der sehr mysteriös aussieht. Da kann man bestimmt wieder Geheimpower benutzen. Ist da oben noch was? Nein. Dann müssen wir gleich durch das hohe Gras, wo bestimmt die Raptoren lauern. Bevor wir da durchgehen, würde ich sagen, das war's von diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin der Lars. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Denn ihr seid wie mein super aufnasser Boys. Reingauen und tschüssi, auf Wiedersehen. Bye, bye. Tschüss. Nice.